Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier letzte Folge in eine Höhle gestiegen und die werden wir heute mal erkunden. Ich bin ja schon... Ja, komm. Nee, nicht wie... Was tust du? Also hin und wieder ist die Steuerung schon etwas hakelig, muss man sagen. So, jetzt aber. Rein da. Ach, wie geil ist denn das? Haben ja ein paar gecampt. Kann man da einfach jetzt so runterspringen? Ja, mach mal. Machen wir mal. Was haben wir denn da gefunden? Wir haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Das würde mich ja stark interessieren. Was das ist? Ein alter Stollen oder was? Da geht's aber. Oh, ich dachte schon, jetzt sind wir gleich tot. Optionales Herausforderungsgrad. Klingt nach ganz schön viel. Muss man da runter oder wo geht's da überhaupt runter? Oh, nee, besser. Wobei, da kann man sicher irgendwie. Ich glaube, da muss man aber eher wieder hoch. Ach so, nee, doch nicht. Aber da haben wir was. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Okay, untersuchen, um versteckte Informationen zu finden. Da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Hä? Ach, verdreht, kann man das irgendwie drehen? Nee, aber jetzt kapiere ich's auch. Der ist nur gerade kopfüber. Okay, jetzt erkenne ich den Propheten auch. Hat ein bisschen gedauert. So, aber jetzt... Wie kommen wir da überhaupt Teile rüber? Ja, wir probieren es jetzt einfach. So, genau. Also, wir kommen da hoch und auch runter. Also, oh, der Wasserfall sieht ja schon sehr geil aus hier. So, aber jetzt... Können wir da jetzt schon runterspringen? Nee, hier rüber müssen wir. Oh, Halleluja, das war aber eng, Lehrer. Ach du heilige Scheiße. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Da müssen wir uns wahrscheinlich wieder draufhängen, so wie beim ersten Rätsel. Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Jo. Und hepp! Los geht's! Ach du Scheiße! Nee! Oh fuck! Und hepp! Ach so! Okay, nee, besser nochmal. Jetzt! Oh Gott, das war eng! Himmel, Halleluja! Boah, da will man hin und wieder echt nicht tauschen. So. Und hoch da vielleicht. Ja, da kriegt man wieder schicke Münzen. Da findet man doch. Oder kann man dann nur wieder hoch? Nee, hoch will ich nicht wieder. Nee, komm. Na, oh, stell dich nicht so an und spring. Dankeschön. Ein in die Grütze hier. Oh, lecker. Aber was haben wir denn da Schönes? Alte Münzen. Sieht schon hier sehr geil aus, diese Höhle. Kann man da drauf schießen? Oder was? Was tut das? Jo. Hat das was gebracht? Ja, die Tür ist offen. Hey! Durch da. Oh, ein Basislager ist da unten sogar. Haben wir aber gar nichts Neues, also. Nee, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Aber sieht schon hier echt geil aus, auch so mit dem Licht und allem. Feiere ich schon so ein bisschen. Das Wasser erodiert alles. Bei dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Was, schon wieder rauf? Ich will da erst gucken. Bleib mal locker hier, Lara.
Eine alte Zisterne ist uralt. Nee, wirklich? Also, oh, jetzt komm hoch hier. Hätte ich mir nicht gedacht, dass die alt ist. Ich habe hier irgendwie Angst, dass ich da runterfalle. Muss ich gestehen. Ja, wieso springst du nicht? Genau. So, und dann... Das Rumklettern hier ist so ein bisschen... Alter, was hat man hier alles noch zu tun? Scheiße, ey. Auf jeden Fall kann man da unten wieder was in Flammen stecken. Aber jetzt springen! Oh Gott, oh nee, oh Scheiße. Wäre auch echt zu einfach gewesen. War klar. So hier einfach draufspringen wäre zu einfach. So, jetzt mal gucken. Was gibt es hier alles? Also diese Schlösser hier haben wir, also Türen meine ich, haben wir vorher mit einem dieser brennenden Dinge aufgemacht. Wo geht's denn? Da geht's eh auch irgendwo lang. Hier geht's lang. Oder? Nee, geht doch nirgends lang. Nur hier. So. Kommen wir hier hoch? Jo, hier kommen wir hoch. Genau. Und raus. So. Da haben wir so ein... Müssen wir das... Okay. Ach, Pfeile auch gleich. Und jetzt am besten hier hin. Ich hoffe, das bleibt auch hier liegen gleich. Jo, perfekt. Und... Ja. Was? Wird mir doch angezeigt. Jetzt aber. So, kommen wir hier durch? Nee, hier kommen wir nicht durch. Aber jetzt kommt... Stimmt, jetzt kommen wir ja da durch. Das ist cool. Kommen wir da raus? Würde mich ja jetzt schon stark interessieren, wo wir da rauskommen. Ach. Hä? Wo sind wir? Okay. Da, jetzt ist der Wasserspiegel alles ein bisschen höher. Das Draht dreht sich noch nicht. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. So. Wasserränder an der Wand. Der Pegel verändert sich. Jo, ist doch toll. Hier haben wir eine Platte. Und die müssen wir irgendwie darüber kriegen, wegen... Das war hier auch ein... das Ding anzünden können. Weil im Wasser schwimmen die ja natürlich nicht. Das wäre ja zu gut. Oh, die müssen wir ja dann auch treffen. Scheiße. Also jetzt platzieren wir die erstmal hier drauf. So ein bisschen. Gut, das war aber eng. So. Doppelt hält besser. Jetzt gucken wir... Dann müssen wir wahrscheinlich hier drauf springen, damit irgendwie sich irgendwas verändert, denke ich mal. So, und... Hep! Huhuhu, das war aber jetzt noch enger. Kommen wir hier hoch? Jawohl, hier kommen wir hoch. So. Und hier... versuche ich mal mein Glück. Jo, das funktioniert ja. Hört das auch wieder auf? Oh nee. Oh Gott, das treffen wir sicher nicht. Ah! Okay. Ich bin stolz auf mich. Jetzt müsste ich durchschwimmen können. Hey, wir haben es geschafft. Oh, ich bin stolz auf mich. Aber ich will vorher gucken, wo wir da hinkommen. Ach, da ist ja was. Okay. Hätten wir ja schon fast vergessen.
So, und jetzt durchschwimmen, oder wie? Oh, lecker. Kann man doch sicher auch noch irgendwie was aufmachen oder so. Sieht doch auch aus, als müsste man da irgendwie mal durchkommen können. So, aber jetzt erstmal hier. Lara. Da rein. Dankeschön. Ja, erstmal Haare richten. Das ist wichtig, schon klar. Ey. Das ist verrückt. Kein anderes Problem außer die Haare. Ja, schon wieder. Ich sehe es ganz genau. Was ist denn das hier in der Mitte? Ein Zahnrad oder was ist denn das? So. Findet man hier irgendwas? Ich will hier was finden. Ja, ich habe es gefunden. Und da kommt man durch. Oder? Ja, natürlich kommt man da durch. Oh, ich glaube aber, das war geplant, dass man hier durchkommen kann. Schade. Ich dachte, ich hätte jetzt voll den coolen Geheimgang gefunden. Leider nein. Ist hier oben noch was? Ja, da oben ist noch was. So. Und hoch. Genau. Pilze. Können wir da jetzt diese... Achso, nee. Können wir nicht. Oder? Können wir die herstellen? Muss ich auch einen Pfeil vorher wechseln, oder wie? Ah, achso, es sind so oder so voll. Gut. Okay. Ich habe schon nichts gesagt. Was haben wir hier? Eine Schriftrolle. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Oh ja, es ist natürlich bitter, wenn man Familie verliert. Das verkraftet nicht jeder so einfach. Das ist klar. So, und wo? Wie soll das jetzt funktionieren? Kann mir das hier... Ich spring einfach mal rüber. So. Ja, ich muss das aber irgendwie zerschießen. Das ist mir schon klar. Aber da ist ja nirgendwo was. Hä? War hier irgendwo... Oh ne, muss ich die da... Hä? Ach, ich kapier. Deshalb haben wir da oben das aufschlagen müssen, damit wir dann da irgendwie so ein Feuerding durchschießen können. Okay. Wo war denn der jetzt nochmal? Scheiße. Ach, hier hinten. Oh, das ist aber... Das ist gemein. Aber gut. Ich hab's kapiert. So, treffen wir das überhaupt? Ja, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Lara ist ja unser Supertalent. Lara könnte mal bei DSDS mitmachen. Scheiße. Nee, du sollst nicht nachladen, sondern das in die Hand nehmen. Dankeschön. So. Haben wir da von höher? Ja, ich glaube, da müssen wir weiter hoch. Dass wir das hier treffen. So. Und jetzt aber. Glaubst du? Ich glaube nicht, nee. Hände. So. Wie funktioniert das jetzt? Dass ich hier das reinschießen kann. Ist mir jetzt noch so ein bisschen... Ah, vielleicht von hier? Komme ich von hier besser ran? Ich probiere es einfach. Nee. Woher kann Lara nicht schießen? Jo, du... Ich bin gerade ein bisschen planlos. Wo soll...
Gut, schießen wir es erstmal wieder hier drauf. Aber was bringt uns das jetzt? Das weiß ich auch noch nicht. Nee. Wenn ich das darüber kippe, bringt es mir ja auch nichts. Außer doch, ich müsste dann direkt darauf. Oh Gott, das funktioniert. Wenn ich jetzt da hochspringe und wieder den Wasserspiegel verändere. Und dann runterspringe auf die Holzplatte drauf und dann das durch. Also wenn das die Lösung ist, dann bin ich gut. Dann bin ich richtig gut. So, jetzt hoch hier. Ja, nimm. Oh, nee. Komm, wir probieren es nochmal. Ja, die ist ernsthaft drinnen. Ey, ohne Witz. Was ist denn das für ein Rätsel? Gott, auf das musste ja auch erstmal drauf kommen. Meine Fresse hier, ey. Gut. So. Hier hoch. Genau. Und Sprung. Dann haben wir das jetzt sehr schön da hinten irgendwo hingeschmissen. Jo. Hey, auf das musste auch erstmal kommen. Und dann schießen wir das dahin. Wow, ich bin stolz auf mich. Es fällt das sicher irgendwie komisch runter. Ich wette was. Nee, zum Glück. Fällt's richtig bitter. So, und pau. Was dreht sich? Ah, das wird wahrscheinlich die Kurbel da für die andere, Windmühle, hätte ich schon gesagt. Das andere Wasserrad. Das wird sein. Oh, wo kommen wir da jetzt raus? Okay. Ein langer Tunnel. Und jetzt kommen wir dahin. Wie geil ist das denn? Erstmal alles überfluten. Oh, vorher hier die Kiste mitnehmen. Es ist ein altes Manuskript über die Gaben der Erde. Natürliche Instinkte. Das ist cool. Dann brauchen wir nicht immer auf den Instinkt drücken, um irgendwie ein Grab abgeschlossen. Genau. Das ist ja mal cool. Kommen wir da hier jetzt wieder aus raus? Ich hoffe es mal. Ist jetzt hier auch alles überflutet. Aber ich denke, hier wäre der Weg. Wo vorher auf jeden Fall... Jo, da ist unser altes Lagerfeuer. Mal gucken, vielleicht haben wir ja jetzt irgendwas freigeschalten. Erstmal eine Runde trocknen. Nee, natürlich nicht. Gut, dann gehen wir eine Runde. Aber trocken sind wir jetzt wenigstens so ein bisschen. Dafür springen wir jetzt gleich wieder ins Wasser. Yay! Oh Gott. So, aber jetzt raus hier. Ach, und jetzt weiß ich auch, wieso man hier wieder rausklettern konnte. Schon klar. Muss man ja auch irgendwie wieder. Jetzt dürfst du hier hoch. Jo. Und hepp. Und. Oh, falsch. Hier rüber. Und. Hepp. Und hoch. Genau. So. Sind wir jetzt hier? Ach, hier geht's hoch. Genau. Nee, warte. Es war falsch. Es war falsch. Kommen wir dann hier jetzt wieder raus? Auf jeden Fall ist hier noch was. Die goldene Ikone des Propheten.
Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Jo. Es ist echt cool ausgearbeitet, so ganz filigran. Gefällt mir. So, aber jetzt... Geht's hier raus? Jo, hier geht's raus. So, kommen wir hier gleich hoch. Gut. Und weiter geht's. Müssen wir jetzt den... Natürlich müssen wir den komischen Weg hier wieder hoch. Oh, scheiße, scheiße. Und hoch, genau. So. Und... App. Und wie geht's... Ach, genau, hier geht's schon weiter. Das ist gut. Wo hier überall Wasser herkommt, ist kaum zu glauben. Oh, oh. Ach, ich dachte, ich falle hier jetzt gleich in den Tod. Oh, Himmel, Halleluja. Scheiße. Oh, fuck. Ich will hier raus. Lasst mich in Ruhe. So, jetzt sind wir wieder in der Höhle da. Genau. Ich würde sagen, das war's jetzt für die heutige Aufnahme. Und deshalb bis zum nächsten Mal. Ciao.